New York City. Ein Notruf erreicht die Zentrale der Tierschutzorganisation Rescue Inc. Bei einem Raubüberfall wurde ein Rottweiler durch Schüsse schwer verletzt. Er wollte sein Herrchen beschützen. Die Männer der Sondereinsatzgruppe für Tiere werden zusammengerufen. Das schwerverletzte Tier befindet sich in einer Klinik in der Fifth Avenue. Weil niemand die Behandlungskosten übernehmen will, wenden sich die Ärzte an Rescue Inc. Die ungewöhnliche Tierschutztruppe für hoffnungslose Fälle soll die Patenschaft für den Rottweiler Thunder übernehmen. Vier Kugeln haben den Hund getroffen. Dabei wurde das linke Bein völlig zertrümmert und musste amputiert werden. Nur wenn diese Männer den Fall übernehmen, muss Thunder nicht eingeschläfert werden. Die Zentrale der Tierschützer mit Namen Rescue Inc. befindet sich in einer ruhigen Gegend der Bronx. Von hier aus beantwortet die Koordinatorin Mary Fayette täglich Hunderte von Hilferufen, die über Telefon oder per Mail eingehen. Hunde, die gequält werden, überforderte Katzenhalter, illegale Tierkämpfe. Rescue Inc. wird immer dann um Hilfe gerufen, wenn keiner mehr weiß, wie es weitergehen soll. These guys. Diese Männer sind auf der Straße groß geworden. Sie denken wie diese Menschen. Sie wissen, wie diese Leute handeln. Darauf können sie sich einstellen. Und sie haben keine Angst vor Konfrontationen. Viele Tierquäler sind Feiglinge. Wenn ich hinginge, würden sie mich bedrohen. Das trauen sie sich bei Rescue Inc. nicht. Ein neuer Auftrag kommt rein. Es geht in eine der unangenehmeren Gegenden New Yorks. Mary schickt zwei ihrer Männer los. Sie sollen einen Mann vom Veterinäramt unterstützen. Eine Familie hält illegal Piranhas und weigert sich, diese abzugeben. Die Muskelmänner von Rescue Inc. sollen Überzeugungsarbeit leisten. James, ich bin Mike Pastrell vom Veterinäramt. Das sind meine Freunde Joe Pants und Big Ann von Rescue Inc. Sie sehen harmlos aus, aber rote Piranhas sind Killerfische mit nadelspitzen Zähnen. Damit können sie leicht Knochen durchbeißen. Weißt du, solche Fische sind nicht ohne Grund verboten. Rote Piranhas werden immer aggressiver, je größer sie werden. Die Fische sind nicht so, wie alle glauben. Ich stecke immer meine Hand hinein beim Füttern und nichts passiert. Big Ant, selbst Vater, versucht den Besitzer anders zu überzeugen. Deine Tochter wird mit den Fischen spielen wollen. Sie wird sich einen Stuhl holen und die süßen Fische anschauen. Sie kann dann leicht 15, 20 Bisse abbekommen. Das geht ganz schnell. Und die Hand ist total zerbissen. Das ist besser für alle, für sie und die Fische. Und es ist sicherer für ihre Kinder. Okay, vielen Dank, James. Los, pack sie ein. Die Piranhas werden eingefangen für den Transport in den Zoo. Doch jetzt hat Big Ant erstmal Feierabend. Er ist unterwegs nach Long Island. Dort lebt er wie die meisten anderen Mitglieder von Rescue Inc. auch. Bis vor einem Jahr besaß er noch einen Laden für ausgefallene Fahrzeuge. Das geht jetzt nicht mehr. Die Arbeit mit den Tieren frisst zu viel Zeit. Einen Dragster hat er noch behalten. Mit seinem Sohn Little Ant bastelt er manchmal daran herum. Sohn Little Ant tritt schon in die Fußstapfen des Vaters. Er hat eine Menge Haustiere. Fast alle stammen aus Fällen von Rescue Inc. Das Heim von Big Ant ist ein Streichelzoo. Wo versteckt sich der Kerl? It's nature.
Okay, lass ihn sich ausruhen. Oh, guck mal, er schwimmt. Lass ihn schwimmen. Es ist heute heiß. Okay, das sind die Frösche. Big Ant gründete vor 2 Jahren zusammen mit seinen Kumpels Joe Pants und Johnny O die Tierschutzgruppe Rescue Inc. A couple of us grew up in the same neighborhood. We're from the same neighborhood. Einige von uns sind zusammen aufgewachsen. Und wir haben schon Tiere gerettet, da konnten wir noch nicht mal Auto fahren. Tja, die Tiere kamen immer an erster Stelle. Wo wir groß geworden sind, da gab es Kriminelle und Leute mit Anstand. Ja, und wir sind dann den anständigen Weg gegangen. Die Kriminellen haben immer die Schwächeren gequält, die, die sich nicht wehren können. Das sind meistens die Tiere. Das akzeptieren wir nicht. Wir haben es damals nicht akzeptiert und tun es heute auch nicht. Zurück in der Tierklinik. Nach einigen Tagen Bedenkzeit hat sich Rescue Inc. entschlossen, die Patenschaft des Rottweilers Thunder zu übernehmen. Sie haben ja bis hier oben amputiert. Hätten Sie nicht ein Stück vom Bein lassen können? Es gab leider keine Möglichkeit, das Gelenk zu rekonstruieren. Also haben wir uns für die Amputation entschieden. Wir haben festgestellt, dass Hunde sich mit einem Stumpf nicht wohlfühlen. Er sieht fröhlich aus. Ja, die Wunde ist auch schon fast verheilt. Thunder erholt sich jetzt und er sieht gut aus. Jetzt muss er lernen, mit seiner Behinderung zu leben. Jeder von uns hat auch schon so einiges erlebt. Ich auch. Ich war schwer verletzt und musste auch erst wieder laufen lernen. Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich fühlt und was er durchmacht. Thunder hat Glück. Statt eingeschläfert zu werden, kümmern sich nun echte Profis um ihn und werden ganz schön viel Arbeit mit Thunder haben, wie Joe Pants erklärt. Das ist ein großer Hund. Es muss sich also jemand um ihn kümmern, der mit so einem Tier umzugehen weiß. Besonders nach diesem traumatischen Erlebnis. Es wird Auslöser geben, die ihn unberechenbar machen, wenn jemand zu schnell auf ihn zukommt oder etwas in der Hand hat. Also muss man sehr vorsichtig sein. Ein Profi muss diesen Hund nehmen, jemand wie wir. Thunder ist transportbereit. Eric soll den dreibeinigen Rottweiler auf eine spätere Adoption vorbereiten. Damit Hunde wie er eine zweite Chance bekommen, müssen sie monatelang trainiert und resozialisiert werden. Das kann nicht im Großstadtdschungel von New York passieren. 3,5 Autostunden von New York entfernt befindet sich auf Erics Hof das Hundepflegeheim von Rescue Inc. In diesem kleinen Dorf wohnen mehr Hunde als Menschen. Eric und seine Frau Carrie haben sich ganz den Vierbeinern verschrieben. Sie leben mit über 50 Hunden wie in einer Meute zusammen. Die meisten sind ehemalige Kampfhunde. Für die Tiere ist Eric der Leitrüde. Je nach Grad der Traumatisierung bleiben die Hunde 2 bis 6 Monate hier. Heute hat Eric die Hunde eingesperrt, damit sie Thunder nicht so bestürmen. Er weiß, was er tut. Er ist der Mann für die Problemfälle. Ich kenne Johnny und Big Ant und Joe schon seit vielen Jahren. Sie haben mir früher schon immer die Tiere aus ihren Fällen geschickt, als es Rescue Inc. noch nicht gab. Ich habe die Hunde resozialisiert und mich um ihre Adoption gekümmert. Ich war auch undercover auf Hundekämpfen und habe Beweismaterial gesammelt. Aber ich bin aufgeflogen und dann Mitglied von Rescue Inc. geworden. Weil der Erfolg von Rescue Inc. immer größer wird, gleicht das Haus mittlerweile einem Hundeheim. Die meisten von ihnen sind American Pitbulls, die aus Hundekampfringen gerettet wurden. Dass der Pitbull ein schlechtes Image hat, liegt allein an der falschen Erziehung und Misshandlung durch den Menschen, meint Eric. Während eines Undercover-Einsatzes machte er diese Aufnahmen. Bis zu $50,000 werden auf den Sieger gewettet. Immer wieder rettet Rescue Inc. die Verlierer.
Eric schafft es, diese traumatisierten Tiere zu heilen. Einer der ersten Fälle von Rescue Inc. war der von Rebel. Er ist heute das Maskottchen der Tierschutztruppe und nicht nur Carries Liebling. Rebel hat auf Facebook seine eigene offizielle Fanseite. So sah er aus, als sie ihn in Kentucky gefunden haben. Die Ohren waren nur noch Fetzen, überall Wunden, er hatte kaum noch Fell. Es ist kaum zu glauben, dass es derselbe Hund ist. Jetzt hat Rebel die Aufgabe, sich mit Thunder anzufreunden und ihn in die Meute einzuführen. Wenn man misshandelte Hunde aufnimmt oder Hunde aus dem Tierheim, die vernachlässigt wurden, dann darf man ihnen nicht alles erlauben. Man muss sehr genau wissen, was man von ihnen will und darf sie nicht nur mit überschwänglicher Liebe und Zuneigung behandeln. Man muss sie führen und ihnen beibringen, was sie dürfen. Wenn man am Anfang Mühe und Arbeit investiert, hat man hinterher einen tollen Hund. Dieses Leben bedeutet Verzicht auf eigene Kinder und eine Karriere. Denn die Hunde brauchen Eric und Carrie den ganzen Tag. Das nehmen beide gern in Kauf. Denn sie bekommen auch etwas zurück. Thunder hat so viel durchgemacht. Er hat seinen Besitzer und seine Schwester sterben sehen und hat selbst 4 Schüsse abbekommen. Und trotzdem ist es für ihn so leicht zu vergessen, wenn man weiß, was man tut und ihm Sicherheit gibt. All diese Hunde hier vertrauen uns vorbehaltlos. Und das ist ein unvergleichliches Gefühl und ein Ansporn wie kein anderer. Deshalb machen wir es. Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder von Rescue Inc. zur Besprechung in diesem Tattoo-Studio auf Long Island. Hier entstand auch die Idee für den Namen Rescue Inc. Wörtlich übersetzt heißt das rettende Tinte, wobei mit der Tinte die Tätowierungen gemeint sind. Fast alle Mitglieder sind schon seit Jahrzehnten eng befreundet. Auch wenn es demokratisch zugeht und jeder Fall ausführlich diskutiert wird, die Entscheidungen trifft der Bodybuilder und ehemalige Hypothekenmakler Joe Pants. Er ist der eigentliche Chef der Muskelmänner. Mary Fayette, die Koordinatorin, verteilt die Aufgaben. Eric soll sich weiter um Thunder kümmern. Für Joe und Big Ant steht ein Besuch im Aquarium von Long Island an. In diesem Aquarium warten die geretteten Piranhas darauf, in ein großes Becken ausgesetzt zu werden. Eine Grundschulklasse ist mit dabei. Na, seid ihr froh, heute schulfrei zu haben? Ich bin Joe Pants. Wir wollen heute über gute und schlechte Haustiere reden. Kennt jemand ein schlechtes Haustier? Ein Löwe, eine Meeresschildkröte, ein Stinktier, das ist wirklich sehr schlecht. Ant, sag ihnen, welches schlechte Haustier wir jemanden wegnehmen mussten. Es war ein Fisch. Es waren Piranhas. Wir zeigen sie euch. Los! Los, auf geht's! Zuerst werden die alten Fische im Aquarium gefüttert, damit sie den